Morgen, grüßt euch. Schön, dass ihr dabei seid bei Backpacker Wilderness beim Weidler. Der Weidler ist heute wieder im Wald unterwegs, wo er eigentlich die meiste Zeit ist. Ich bin jeden Tag im Wald unterwegs. Es gibt ja nicht keinen Tag, wo ich nicht im Wald unterwegs bin. Und das seit meiner Kindheit her schon. Ja, es ist so. Ich wollte eigentlich heute einen kleinen Quicktip machen. Beziehungsweise ich mache heute einen kleinen Quicktip, den wo ich normal immer aus meinem Gierbunker mache. Aber heute mache ich ihn mitten aus der Natur, weil sie das einfach sehr gut anbietet. Da fragen Sie jetzt voll, was für ein Thema. Das ist ein Thema, wo ich eigentlich sehr, sehr wichtig finde, gerade erst für Anfänger und so. Und ich finde dazu keine einzige Anleitung oder Tutorial bei YouTube. Und von dem her habe ich mir gedacht, ich mache jetzt was. Da gibt es 100.000 verschiedene Wege, wie man das macht, aber auf das gehe ich näher ein in dem Video. Was für Thema? Bushbox. Bushbox nutzen sehr viele von uns Bushcrafter, Survivalisten, Outdoor, Tracking, Camping. Keine Ahnung, nutzen auf jeden Fall sehr viele. Militärisch wird es auch genutzt bei der Fremdenlegion mittlerweile, weil das Ding wirklich hervorragend ist. Also wirklich, das ist mega. Ich nutze es schon 3 Jahre circa, habe immer noch meine erste Bushbox und nutze die eigentlich so im Dreh einmal in der Woche circa. Alle Temperaturen, Winter, Sommer, Regen, Wasser, keine Ahnung, alles mögliche mischt. Von dem her ist die natürlich extreme Schwankungen ausgesetzt und so. Und da ist es so, dass der Bushbox im Laufe der Zeit verzirkt. Das haben alle festgestellt und da kriege ich unzählige Nachrichten, Anfragen. Hey Weidler, wie machst du das? Verzirkt es dein Jahr? Ist es jetzt kaputt oder kann ich es wieder ausbiegen? Wie biege ich es aus? Ist eigentlich ganz einfach. Da bin ich näher eingegangen auf das Thema, werden wir die Bushbox hier ein bisschen ausbiegen, später wieder befeuern. Und da möchte ich einfach eine kleine Anleitung geben für die ganzen Neulinge oder wieder Fortgeschrittene, je nachdem. Und da ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil natürlich eine Bushbox verzirkt sich individuell, ist klar, mal so, meine ist so verzogen, beim anderen so und von dem her kann ich keine hundertprozentige Anleitung geben. Es gibt 1000 Wege, eine Bushbox, das Metall auszubiegen, ganz klar. In der Werkstatt ist es natürlich perfekt, beim Schraubstock einspannen und dann kann man schön arbeiten mit der Zange und so. Da habe ich mir gedacht, mache ich lieber nicht, weil nicht jeder eine Werkstatt hat oder einen Schraubstock. Aber im Wald rausgehen mit Naturmaterialien kann jeder und da macht es auch viel mehr Spaß da draußen. Und das werden wir heute machen. Ich will mir ein paar Worte sagen, ein paar Ideen, was ich im Kopf habe, wie es ich immer ausbirge und so. Es ist nicht großartig, das wird jetzt nicht ein hundertprozentiger Beitrag quasi, weil es einfach so viele verschiedene Wege gibt, das Ganze in Angriff zu nehmen. Aber ich will einfach meine Wege euch näher bringen, da könnt ihr ein bisschen zuschauen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, dass ihr unten in der Kommentarfunktion eure Anwendungen einschreibt, wie es ihr Bushbox ausbirgt wieder. Wie kriegt ihr das hin? Wie macht ihr das? Das ist wichtig, weil die Leute lesen alle die Kommentare darunter. Und so können wir uns perfekt austauschen und können wir wirklich was erreichen und können uns gegenseitig unterstützen und Erfahrungen weitergeben. Das ist Sinn und Zweck von meinem Kanal. Das wisst ihr, das habe ich schon 100.000 Mal gesagt und das ist mir auch wichtig. Und das machen wir halt. Der Zong, ich baue mir erst ein bisschen was auf, mache ganz gemütlich sitzen, später einen Tee trinken hier draußen, ein bisschen Feuer und nebenbei Bushbox ausbauen. Quasi alles klar, würde ich sagen. Und ja, sehen wir uns gleich beim Aufbau.
Fertig ist mein kleines Lager, mein kleiner Unterschlupf. Da kann ich mir sogar ein bisschen hinlegen, wenn es wäre. Und ich weiß nicht, wie die Witterung jetzt im Laufe des Tages wird. Von dem her habe ich einen kleinen Aufbau gemacht, dass ich mich da wohlfühle. Da kann ich eine Buschbox herstellen, da habe ich einen kleinen Tisch, hier auch. Ist eigentlich alles griffbereit, perfekt. So kann der Weitler arbeiten. Und der Zang, jetzt schauen wir uns einmal die Buschbox an, weil um das geht es ja heute, um das Ganze auszubiegen. Also ich habe die erst, mein Gott, das letzte Mal als Ausbogen vor einem halben Jahr circa. Und hab's sehr oft hergenommen. Ich habe meine Buschbox auch schon gewässert quasi, die war sehr stark temperiert quasi, das Feuer brannt drin und ist dann ins Wasser gefallen, ist auch schon vorgekommen, da zieht es wirklich stark. Ich sage jetzt auch dazu, ich habe die LF Titanium in XL, genau. Wie es jetzt mit der Stahlversion ist, weiß ich nicht. Ich denke, das wird ziemlich gleich sein. Also meine ganz persönliche Meinung ist, dass sie wahrscheinlich Stahl nicht ganz so stark verbiegt wie jetzt Titanium. Ist aber bloß eine Meinung von mir. Also ich kann sie bestätigen, weil ich die Stahl nicht habe. Ich habe es schon oft gesehen, habe es noch hängen gehabt, habe mit vielen Leuten darüber geredet, aber ich weiß es nicht, was sie jetzt da besser verzirkt. Aber ist auch kein Problem, weil wir schauen uns das Ganze erst an. Da ist drin, es gibt verschiedene Transportbeutel. Ich nutze diesen hier. Den hat mir mein Abonnent zugeschickt, da möchte ich mich herzlich bedanken dafür. Das ist eine Einschubtasche, die nutze ich jetzt momentan noch nicht. Ich habe es nochmal hergenommen, kann euch aber gleich erklären, warum ich das nicht nutze jetzt gerade. Ihr seht, also das ist schon sehr gut gebraucht. Also ja, genau. Und die Einschiebtasche, da kann man das Ganze jetzt hier einschieben. Das ist ein wenig Fummelei, bis die drin ist. Sie ist dann da drin und man kann es transportieren. Das, was mir ein bisschen stört bei der ganzen Sache, deswegen nutze ich diese Stofftasche hier. Die ist mir lieber, weil einfach diese Kanten hier dann geschützt sind und können im Rucksack, wenn Druck drauf ist, nicht scheuern. Weil wenn die irgendwo unten drin ist im Rucksack, die sind schon sehr scharfkantig. Vielleicht sollte man so ein bisschen abrunden einmal, dass man es dann nachher nehmen kann, weil es eigentlich eine gute Idee. Weil da kann man schön einschieben, das ist natürlich vom Packmaß her schon ein bisschen geringer wie das. Aber die Scharfkantige hat mich ein bisschen gestört. Von dem her nehme ich es jetzt noch nicht her. Aber das wird auch kommen, weil ich das auch testen möchte. Genau, und jetzt werden wir uns die Buschbox einmal ein bisschen anschauen, wie es ausschaut. Also die ist gut verzogen, ich hoffe, dass ich es hinkriege. Bis jetzt habe ich es also einigermaßen hinkriegt. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. So, jetzt schauen wir uns das gute Stück einmal ein bisschen näher an. Ich habe jetzt die Kamera auf Automatik geschaltet. Ich hoffe, dass es richtig reguliert das Ganze, weil ich filme immer alles manuell und mache jede Einstellung separat. Ja, wie gesagt, das ist ein Transportbeutel. Was habe ich jetzt stark drin? Ihr wisst, ich habe so eine Brandschutzmatte drin, die verlinke ich euch unten, weil die wird sehr oft gefragt. Da habe ich 3 Stück mittlerweile daheim und für 10 Euro oder was die kostet, ist die wirklich super. Man schont den Waldboden und vermindert auch die Brandgefahr quasi. Ja, ich habe jetzt noch so ein Einschubblech dabei, das ist auch ganz gut gebogen, wie ihr gerade seht. Das kann man dann oben drauflegen. Ich nehme es immer her in der Seite, habt ihr es schon gesehen, wenn ich diese Einschübe hier einschiebe, dass ich hier einen kleinen Toaster habe. Dann kann ich quasi meine Toasts hier rein tun, drehe es dann um und das funktioniert super. Für etwas anderes nehme ich es eigentlich nicht her, weil grillen tue ich, sondern ich mache eigentlich das meiste immer in der Pfanne. Also so schaut das Ganze aus. Es ist alles wirklich schon gut gebogen, auch die Buschbox hier. Ich glaube, ihr seht es jetzt ganz gut, auf das scharf steht. Der ist wirklich schon enorm verbogen. Und das werden wir uns heute anschauen, wie man die ein bisschen wieder gerade birgt. Gibt es, wie gesagt, 100.000 verschiedene Wege. Ich kann euch nur den zeigen, wo ich hernehme. Sie steht ja schon gar nicht mehr gerade, wenn man es jetzt hinstellt. Aber das werden wir jetzt dann einigermaßen ausbirgen, werden wir es reinigen und dann passt es wieder. Die Buschbox arbeitet eigentlich nach einem ganz einfachen Prinzip. Das weiß jeder, der die nutzt. Das ist einfach eine Kaminwirkung. Wenn da drin Feuer entsteht, dann saugt die Luft an. Ist klar, die kommt von unten. Deswegen ist ja dieses Ascheblech hier drin. Das tun wir jetzt gleich einmal raus dann.
und dieses Bodenblech und dieses hier. Da muss man rauskriegen. Das ist schon alles so verbogen, dass es gar nicht mehr rausgeht. Genau, hier ist das Ascheblech und hier das Bodenblech. Das Ganze ist auch gut verbogen schon, wie ihr seht. Das ist wirklich nicht mehr gerade, aber das machen wir. Natürlich ist der Buschbox extrem hohe Temperaturschwankungen ausgesetzt, wenn man die befeuert. Ich befeuere jetzt wirklich seit 3 Jahren Vollgas, nutze das Ganze als Lagerfeuer, was man nicht machen sollte. Aber ich bin ja Produkttester, von dem her kann ich mir das erlauben, dass ich es mache. Und kann euch sagen, okay, die verzirkt es, aber im Normalfall verzirkt es auch. Das ist ganz normal. Das ist eine Schwankung, ich sage mal so ungefähr 800 Grad Celsius. Und dann geht es wieder runter. Gerade im Winter, wenn man draußen ist, ist die gefroren. In der Früh heizt man es auch, dann heizt sich das sehr schnell auf, dann wieder ab und auf. Da sollte man ein bisschen aufschauen, wenn man Buschbox immer befeuert, dass man es nicht komplett runterbrennen lässt und dann wieder voll befeuert und wieder runterbrennen lässt, voll befeuern. Das sollte man nicht machen. Man soll konstant eine schöne kleine Flamme halten. Und das war's. Wie gesagt, ich nutze das auch als Lagerfeuer und das muss aber jeder selber wissen, weil man so ein Ding ist ja nicht ganz billig, die kostet glaube ich 160 Euro. Aber ich mag es einfach testen, mir ist das egal. Okay, ihr seht es nochmal, wenn es durchschaut, die ist wirklich extrem scheps und schief und die werden wir ausbergen. Ich habe auch schon mal versucht, hier diese Scharniere, diese Stiften rauszuziehen, ist mir nicht richtig geglückt. Natürlich einer, der eine Metallverarbeitung arbeitet, kann das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich alles schon so verzogen, dass ich die wahrscheinlich nicht mehr reinkriege. Und von dem her habe ich dann gleich aufgehört und birge die einfach so ein bisschen aus. Das muss ja nicht immer 100% sein, sondern einfach nur, dass es lang funktioniert. Und wie gesagt, da gibt es sehr viele Wege. Das schauen wir uns jetzt an. Ja, nochmal auf das Thema zurück. Es gibt wirklich 100.000 verschiedene Wege, wie man es ausbirgen kann. Daheim in Schraubstock oder mit großen Zangen oder halt hier in der Natur. Deswegen mache ich einen Beitrag jetzt draußen. Und da fällt mir auch ständig was Neues, wie man es machen kann. Und jede Buschbox ist ja, wie gesagt, individuell verzogen. Von dem her kann ich keine hundertprozentige Anleitung geben. Aber man kann sie zum Beispiel hier sowas zu nutzen machen, das Ganze. Wo ich vorher diesen toten Baum hier abgeschnitten habe. Also der war schon tot. Der ist noch gut, mal weggeschnitten. Und da kann man das ganz gut einmal anfangen zum Ausbirgen hier. Man kann das drauflegen. Man kann ein bisschen biegen, das Ganze. Natürlich ist es auch sehr gut, wenn es erst warm macht. Und dann birgt es. Dann geht es natürlich einfacher, aber das mache ich jetzt nicht, das ist mir zu aufwendig. Und von dem her will ich jetzt damit anfangen, das Ganze ein bisschen immer genau zu kontrollieren und dann zum Klopfen. Das ist wichtig. Man kann natürlich jetzt auch mit einem Gummihammer arbeiten oder man kann sich Holzstück nehmen, wer nicht Eisen auf Eisen hauen mag. Wie immer wieder belehrt drauf, wenn ich mal einen Zeltjährigen einschlage, ein Aluminium oder ein Eisenzeltjährigen mit der Axt, dann haben viele Kommentare, aber das macht alles kaputt. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt fast 43 Jahre alt, ich mache das schon immer so, dass ich da ohne ein Werkzeug gar nichts schenke. Ich haue einfach drauf, fertig. Und wenn ich jetzt da einen Eisenkeil reinhaue in den Baum, dann haue ich auch Vollgas drauf. Es ist nicht was kaputt gegangen, es ist mit Sicherheit nicht förderlich, weiß ich, aber mir ist egal, es funktioniert. Und das ist das Wichtigste. Aber ihr seht, hier kann man wirklich schön arbeiten. Ich zeige euch das jetzt einmal in Nahaufnahme. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal ein bisschen in Nahaufnahme. Ihr seht, hier kann man wunderbar arbeiten. Man kann es auch ein bisschen klopfen und dengeln quasi. Hier, das machen wir dann nachher alles, das ist kein Problem. Also man kann hier das Ganze, schau mal, im Groben ausrichten, wie es ist. Und das ist jetzt eine Idee von vielen. Da müsst ihr wirklich kreativ sein. Lasst euch was einfallen. Das ist ja das beim Buschkräften das Schöne. Dass man kreativ arbeitet. Es ist ja so, wenn ihr natürlich einen Baum findet, wo jetzt der Ast gerade rauswächst, bis hierher, dann schneidet ihr ihn ab, macht es euch oben einigermaßen gerade mit einem Werkzeug und dann könnt ihr super das Ganze einlegen und könnt per Augenmaß das Ganze hier ausrichten. Das ist natürlich auch noch ein ganz feiner Zug, aber ich will das Ganze jetzt hier mal grob ein bisschen ausrichten und dann schauen wir uns noch andere Möglichkeiten an. Da gibt es ja so viel mittlerweile und da zeige ich euch jetzt noch kurz eine. Ihr müsst einfach hier draußen kreativ arbeiten. Ihr könnt das hier drauflegen. Ihr könnt dann hier das Ganze birgen. Das ist alles kein Problem. Nehmt euch so einen Stock, der einigermaßen gerade ist und birgt das Ganze ein bisschen aus. Legt es drauf und man kann hier Druck drauf geben. Das ist ganz gut. Da kann man mit der Hebelwirkung arbeiten. Und so kann man das Ganze mal ein bisschen im Groben ausbeulen. Hier. Seht ihr das? Da komme ich schön einer und kann da hier hebeln quasi. Und somit kriege ich da wieder eine schöne Form einer. Ich weiß nicht, ob das genau seht. Das ist jetzt auch eine Möglichkeit. Und jetzt beuge ich es da mal grob aus und dann gehen wir nach hinten und schauen wir uns noch was an.
Auch sowas hier kann man nutzen, das ist alles. Also ihr müsst wirklich kreativ sein, das ist wichtig. Und hier kann man zum Beispiel auch bestimmte Biegungen, hier zum Beispiel, das Ganze vorsichtig ausbiegen, also nicht zu viel Druck drauf geben, damit das kaputt wird. Und da ist noch so eine Delle drin, die muss ich jetzt dann auch noch rauskriegen. Aber da muss ich anders vorgehen. Wichtig ist, dass jetzt einmal im Groben ein bisschen ist. Und hier ist auch noch eine schöne Delle drin. Man sagt, die kriegen wir aber jetzt noch schön raus. Das ist alles kein Problem. Es ist ja nicht schwer zum Biegen, wenn man ein bisschen der Schmalz hat. Und das kriegt jeder hier von euch. Und das ist auch eine schöne Arbeit. Also das gefällt mir ganz gut, das Ganze hier schön auszubiegen. So, jetzt haben wir so ein Stück abgeschnitten, das ist jetzt genauso dick wie die Buschbox hier. Dann muss ich die Bleche wieder rausnehmen. Genau. Und somit kann ich diese Unebenheiten hier auch noch ausmerzen. Seht ihr das? Das passt jetzt genau da rein. Ja, das passt genau. Genau. Somit kann ich jetzt hier auch noch schön arbeiten. Jetzt muss ich den Schrauber ausrichten. Seht ihr das? So, das ganz grobe habe ich schon gemacht und natürlich muss man auch ein kleines Zangerl dabei haben oder ein Laserman und dann kann man auch diese Einschübe machen. Man kann sie jetzt auch mit dem Messer bearbeiten, aber aufschauen, dass die Spitzen nicht abbricht vom Messer. Aber das ganze Material ist ja auch sehr weich und von dem her ist das kein Problem, wenn man das ein wenig zurechtbiegt hier und dann schaut das auch wieder super gut aus. Schon ist unsere Buschbox ausgebogen. Sie ist jetzt zwar nicht wie ein Werkszustand, aber ihr seht selber, perfekt wieder. Geht auch wieder gut zu und geht auch wieder gut auf. So wie es da seid. Zack, die Schein, das Blech wieder rein, dann passt es wieder. Habt ihr das gesehen? Wie einfach das ist. Glaubt es nicht? Dann probiert es. Es ist wirklich einfach. Man braucht fast gar kein Werkzeug. Das Problem ist aber, dass sich die meisten nicht drüber trauen. Ich empfehle euch wirklich so einen Laserman. Nehmt euch immer einen mit. Man kann den so gut brauchen. Man kann einen Schraubensäger oder alles hernehmen damit. Also das ist super. Und ihr habt es auch gesehen, ich mache mit der Axt kann man quälen, wie wir sagen. Also hebeln. Ganz einfach. Und schaut mal wieder seine Buschbox. Also das ist wirklich perfekt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn man die ganze reinigt, fragen wir natürlich auch einmal frei. Ich reinige es jetzt extrem selten, aber hin und wieder gönne ich einmal eine Pflege, ich sage zweimal im Jahr. Und das ist eben jetzt gerade wieder und das schauen wir uns auch ganz kurz an. Diese Seitenteile, wo man dann diesen Grillrost dran bauen kann, also unseren Toaster quasi, die habe ich letztes Mal
beim letzten Gebrauch, das war letzte Woche, kaum noch rausgekriegt. Also das war echt schwierig, dass ich die rauskriege. Das ja, flutscht perfekt. Also es funktioniert wieder einwandfrei, das Ganze. Das ist einmal so eine Sache, dass die immer ein bisschen zirkt. Die müssen schon ganz genau sein, weil dann kriegt man es wirklich nicht raus. Die verkeilen sie dann und das ist schwierig, aber jetzt funktioniert es wieder. Ja, und jetzt, wie reinigt man eine Buschbox? Man kann es jetzt einfach mit einem Schwamm putzen, quasi mit warmem Wasser. Einfach mit einem, so einem, ich weiß nicht, wie die Schwämme heißen, die Geschirrspülschwämme da quasi, wo diese raue Rückseiten haben. Da kann man es dann mit ganz stinknormalen, mit Seife oder sonst was waschen. Das kann man machen, wie man mag. Ich mache es immer so, ich habe immer da ein bisschen so eine Stahlwolle dabei. Da kann man natürlich auch gut Feuer machen damit und so. Das ist eine ganz feine. Die empfehle ich euch. Ich empfehle euch nicht jetzt mit der Traubbürsten drüber zum gehen, das schaut auch nicht schön aus. Aber das werden wir uns jetzt anschauen mit diesen hier. Das wird nämlich perfekt. Und die Scharniere hier, da nehme ich meistens einen kleinen Aufsatz von Akkuschrauber. Da ist eine feine Traubbürste, eine Kupfertraubbürste. Und da reinige ich das einfach dazwischen noch ein bisschen raus und fertig und dann passt das auch wieder. Wie gesagt, ich darf euch nicht empfehlen, diese Steffen rauszunehmen. Also weil es ist wirklich, ich habe so einmal ein bisschen rausgemacht und das war echt wieder kompliziert zum Einigen. Und das geht ja auch so. Und jetzt schauen wir uns das einmal an, wie das dann ausschaut. Habt ihr das gesehen, wie einfach das ist? Und das ist eine schöne Arbeit daraus. Da kann man sich schön Zeit lassen und wirklich sauber arbeiten. Man kann es jetzt noch genauer ausbiegen, aber für mich tut es jetzt wieder, weil das ist jetzt gleich ein Einsatz. Machen wir jetzt gleich einen Tee. Und nächste Woche ist dann auch schon wieder ein Einsatz, Anfang der Woche, weil da über Nacht wahrscheinlich Wecker sein. Und dann sieht es ja sowieso wieder im Laufe der Zeit. Aber dann biege ich es halt wieder aus. Das ist kein Problem. Und das ist die Message, was ich euch mitgemacht habe. Traut euch einfach drüber. Irgendwie gibt es da auch kein Video oder sonst was davon, komischerweise. Also ich habe noch keins gefunden, ich habe es auch nicht so akribisch gesucht, aber ich habe ein bisschen geschaut und habe nichts gefunden. Weil irgendwie, glaube ich, traut sich keiner drüber so richtig, weil keiner weiß eigentlich genau, wie man es macht, weil es eben so brutal verschiedene Wege gibt, dass man es ausbirgt. Und wie gesagt, jede ist individuell verzogen, das ist halt einfach so und da muss man sich halt einfach drum annehmen und das Ganze ausbirgen. Lasst euch nichts einreden, probiert es, sitzt euch in Ruhe hin. Mit Gewalt muss man da wirklich nicht arbeiten, das ist weiches Material, auch Stahl oder Alu oder sonst irgendwas. Das ist wirklich einfach zum Birgen mit einfachsten Mitteln und schauen wir wieder eine schöne, einigermaßen gerade Buschbox und jetzt geht es wieder ab. Jetzt fliegen Tannenzapfen, jetzt kommt langsam der Wind, man merkt es, deswegen will ich mich ein bisschen beeilen, weil heute, wie gesagt, kommt ein Orkan und da mag ich vom Wald draußen sein, weil das nicht so ungefährlich ist. Das sollte man wirklich beachten, das Ganze. Aber es ist wirklich traumhaft, ich sitze hier mit einem Merino-Shirt und ist angenehm, wie wir scheinen zu 50 Grad haben. Perfekt, also ganz gut. Ich würde jetzt hier meine Buschbox herstellen, machen wir noch einen schönen Tee. Ihr habt schon gesehen, ich habe hier noch ein bisschen Zitrone, Ingwer dabei, wie immer, fast wie immer. Ich trinke auch sehr viele andere Tees, aber das ist mehr in meinem Vlog-Bereich, also im Vlog-Bereich drin, wo ich meine Vlogging-Videos mache. Da trinke ich auch sehr viele andere Tees aus Teekannen und so im Wald, da zelebriere ich immer das Ganze und da kann mich aber jeder mitbegleiten. Da bin ich morgen übrigens sowieso auch, wie es ausschaut, bei der Brauerei meines Vertrauens und wenn wir da Kassel Bier holen und schauen, dass ich ein paar Aufnahmen mache. Aber wie gesagt, das ist der Mitgliederbereich und den möchte ich immer wieder bewerben, dass da Leute reinkommen und bei uns diese Community vergrößern und verstärken, weil es wirklich geil ist da drin. Okay, jetzt schaut so aus, bauen wir Buschbox daher, befeuert das Ganze, würden wir eine schöne Tasse Tee machen jetzt, machen noch ein paar schöne Aufnahmen und dann sehen wir uns noch mal ganz kurz. Musik.
hoffe, ich hört es auch, ein Klopf der Specht. Es ist echt, wirklich ein schöner Platz, hat eine sehr gute Ausstrahlung. Es ist ein sehr offener, doch sehr versteckter, genau das, was wir Buschkräfter suchen, um einfach ein paar Stunden abzuschalten. Und ihr habt es gesehen, mit dieser Buschbox, man geht einfach raus. Bei mir ist es auch so, ich mache eine Tour und ja, mache einen Beitrag draus. Es ist nicht so, dass ich jetzt rausfahre, packe mein Auto da oben, gehe da runter, mache den Beitrag und dann war es. Ich verbinde es immer mit der Natur. Also ihr seid immer dabei, ich gehe vorher rum, schaue mir vorher an und dann baue ich mein Lager und mache meinen Beitrag nebenbei. Und das ist genau das, warum ich ja, das nicht nur als Job sehe, sondern einfach als Hobby. Das ist einfach genau das, was ich machen mag. Und das ist super. Und das könnt ihr auch machen. Nehmt euch vor, morgen birge ich meine Buschbox aus, wackelt mir ein bisschen was ein, macht mir einen Tee anschließend, sucht mir einen schönen Platz, macht das. Und dann kann man alles ineinander verbinden. Und dann hat man wirklich frei. Man hat was für den Körper gemacht, man hat was für den Geist gemacht, man hat sich ein bisschen weiterentwickelt, weil man ein bisschen was probiert. Und genau das ist das. Das ist, und das, wie soll ich sagen, das wäre recht schwierig, dass man dann einfach nicht an den Alltag denkt. Also ich habe jetzt, seit ich da bin, bis jetzt gerade, kein einziges Mal an den Alltag denkt, an das ganze Corona, an den ganzen Stress mit Homeschooling, mit Homeoffice und wirtschaftliche Folgen und Politik und sowieso gar nichts denkt. Ich war einfach nur da, habe mein Ding durchgezogen und genau das ist der Punkt, genau das müsst ihr machen. Und habe noch was kurz gemacht, ich war jetzt da hinten beim Pissen und habe hier im Gebüsch da hinten eine Dose gefunden. Und die nehme ich auch noch mit, die schmeiße ich in den Rucksack rein und nehme ich mit heim. Und somit habe ich noch was kurz da und gehe mit gutem Gewissen jetzt erholt dann zum Auto zurück, habe noch eine schöne Tour von mir, also ich will jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde zum Auto gehen, schön durch den Wald durch, wunderbar, traumhaft, echt. Das ist genau das, was man machen muss. Ihr habt ja gesehen, wie einfach das ist. Es ist so einfach. Lasst euch bitte nichts einreden. Schaut euch nicht, probiert es aus. Ihr kriegt es hin. Und wenn nicht, fragt zippern oder schaut euch Video an. Und das ist genau das, was ich immer sage, einfach probieren, dann lernt man es. Klar würde jetzt der andere wieder sagen, das kann man anders machen und so machen und sowieso machen. Klar kann man es. Aber ich mache es so und aus. Ich gehe immer meinen eigenen Weg. Es ist schon immer so und wir immer so machen. Das ist immer ein bisschen anders, wie es im Lehrbuch steht. Aber mein Gott, ist jetzt so. Das ist alles so einfach gewesen. Das ist alles super schön. Und ja, jetzt fängt das Regnen an. Ja, jetzt fängt das Regnen da. Hinter mir regnet es ein bisschen und da sehe ich aber gar nichts. Aber ist auch nicht schlimm, weil ich fast fertig bin. Na, wenn es mir jetzt abbringt, ist es mir auch egal, weil ich zum Auto zurückgehe und dann sitze ich mit dem trockenen Auto und fahre. Ich trinke nur noch meinen Tee. Na, es regnet jetzt wirklich. Somit denke ich, werde ich dann ganz langsam zusammenwackeln und hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Bitte schreibt es in die Kommentarfunktion und rein, wie ihr das macht, dass wir da wirklich eine gute Summe zusammenkriegen vom Ganzen, wenn jemand neuer ist und schaut nach. Der liest auch, der macht so und das ist genau der Punkt, so soll es sein und nicht immer nur Besserwisserei, sondern einfach miteinander das Ganze machen und das ist auch in unserem Hobby sehr, sehr wichtig, dass man es miteinander macht, da macht es richtig Spaß. Okay, so ich glaube nur, ich trinke meinen Tee, dann backe ich zusammen und dann marschiere ich heim. Hoffe, dass es mir nicht allzu stark der Ring, jetzt fängt es wirklich an, ja, das zeigst du auch schon und dass mich der Sturm nicht noch überrascht, aber das ist jetzt auch nicht dramatisch, weil dann gehe ich ein bisschen schneller. Okay, dann darf ich sagen, sagt der Weitler, pfiat euch. Ich glaube, wir sehen uns nächste Woche auf Übernachtungstour. Ich muss einmal schauen, wie es mir ausgeht. Ich will wieder Nacht im Wald schlafen. Und sag danke für eure Unterstützung, dass ihr dabei wart, dass ihr es angeschaut habt. Macht es gut. Macht es gut, so sagt man es. Und bleibt anständig wieder. Ehrlich, legt es nicht zu viel. Das ist immer schlecht. Okay, Weitler sagt, pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.